Guten Mittag aus Treviso. Aus Treviso und nicht aus Venedig. Ja, eigentlich war ja heute geplant, dass wir nach Venedig fahren, aber mittlerweile liegen wir schon alle beide flach. So, wir versuchen mal, ob wir es morgen dann bis Venedig schaffen und üben jetzt mal hier in Treviso und gehen mal eine Runde spazieren, weil wir hocken jetzt schon 3 Tage im Auto rum und Es tut alles weh. es nervt. Ich bin fertig für heute. Ich will jetzt schlafen. So viel dazu. Wir gehen kurz mal spazieren. Oh, ich will das nicht. Wir leben wieder, fast. So ein bisschen. Es war schön in Venedig vor 4 Jahren. Wir haben's nicht nach Venedig geschafft, oder besser gesagt, wir wollten doch nicht dahin. Ja, weil eigentlich waren wir ja schon da. Aber wir hätten euch ganz gerne nochmal mitgenommen. Aber wir waren ja vor 4 Jahren schon mal da und dazu gibt es auch ein Video. Und das Seht ihr hier irgendwo? irgendwo. Wir packen es auch nochmal in die Beschreibung zur Sicherheit. Aber wir sind trotzdem weitergefahren. Und Wir gehen uns jetzt Medizin holen. genau, weil wir haben einen Tipp vom Andreas gekriegt. Wo man die beste Grappa, das beste Grappa, Die wie sagt man Grappa. das? Wo man Grappa kriegt. Und zwar sind wir in Bassano, irgendwas mit Grappa. Und da gibt es eine schöne Altstadt, die gucken wir uns jetzt an. Also, wir suchen jetzt Alkohol. No. Bereit? Los geht's. Der Grappa. Thank you.
war es in Bassano del Grappa und wir sind sogar fündig geworden. Und zwar haben wir das Grappa-Museum besucht von der Familie Poli. Die macht schon seit 1898 traditionell Grappa und die gibt es in ganz, ganz vielen verschiedenen Sorten, aber das habt ihr ja schon gesehen. Und wir haben uns halt die kleine Mini-Wenn-Variante geholt. Fürs Handschuhfach. Aber wir haben noch was Cooles gefunden. Wir haben einen italienischen Medizinmann gefunden. Und da sind wir reingegangen und da gab's das hier. Das ist so ein Hausmittelchen und das hilft gegen Grippe und Erkältung. Und das ultimative Erkältungsmittel. Husten, Schnupfen, alles. Es enthält unter anderem Propolis, Honig, Hagebutten und Bienen, noch Blumen, ganz viel andere Bienenkram. Natur, da ist die ganze Natur drin. Also wir setzen jetzt unsere ganze Hoffnung in diese 6 Flaschen. Und in den alten Mann, der uns das verkauft hat. Lecker. Schmeckt wie Honig. Guten Morgen! Irgendwo vor Verona auf dem offiziellen Stellplatz zwischen Olivenbäumen. Tascha checkt schon mal die Parkplätze in Verona ab. Und wir wollten euch noch schnell fragen, weil heute ja das Video rausgeht und wir morgen in Verona aufschlagen, ob ihr irgendwelche Tipps für uns habt. Was kann man da machen? Weil wir haben jetzt die letzten Tage uns gar nicht mehr informiert und das müssen wir jetzt mal nachholen. Aber wenn ihr irgendwelche Tipps habt, dann schreibt in die Kommentare, dann geht's schneller. Wir bleiben heute noch den ganzen Tag hier, weil wir haben ein bisschen Arbeit nachzuholen, weil die letzten Tage blieb alles liegen. Wir haben noch einen Haufen Mails zu beantworten. Vielleicht ist deine ja auch dabei. Und wir sehen uns dann in Verona. Bis morgen. Tschüss.